Räusper. Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu LS15 und zum Murmeltiertag. Also, ich hatte mir ja die letzte Folge nochmal selbst angeschaut und hatte mich schon gewundert, warum ist das Ding hier leer und warum steht der Traktor da? Also da haben wir immer noch mit Bugs zu kämpfen, hätte man wieder alles abgeworfen, was mich echt langsam annervt. Tja, ist halt so. Ich versuche es jetzt möglichst schnell, ich muss das schon grinsen, das aufzuladen. Ich lasse es einfach mal hier stehen und ja, wir fangen sofort an. Und dann wollte ich auch mal den Zug da fahren lassen. Also wenn man das dann vorne wohl ablädt bei dem Träger, dann wird der Zug damit beladen und dann kann man den wohl losschicken. Das wusste ich auch noch nicht. Und das haben wir jetzt mal vor. Ist das hier nicht dieses böse Leichtholzstück hier? Ich weiß gar nicht. Oh, vielleicht hat er sich ja jetzt... Ah, er zuckt schon wieder so ein bisschen. Wir werden es gleich sehen. Wenn er das ist, dann packe ich den gleich wieder weg. So. Da muss ich mir mal ein bisschen mehr Mühe geben. Ah ja, der hat nur aufgelegen, okay. Das sieht doch gut aus. Also der Flug momentan beladen und im Spiel aufhören ist einfach nicht. Was ich echt schade finde. Das macht es nicht gerade leichter, aber ich denke und hoffe mal, im nächsten Patch wird das behoben sein. Oder? Klar. So. Moment. So. Okay. Ich habe auch schon angefangen, mein Lenkrad zu konfigurieren. Es geht, funktioniert super. Aber dann hatte ich keine Lust mehr. Also wäre jetzt zu viel Zeit bei draufgegangen, weil dann wollte ich auch den Joystick konfigurieren. Das scheint auch zu gehen. Aber ich hatte jetzt die Zeit. Ich bin heute verdammt spät dran. Und bevor ich jetzt nur einstelle, mache ich lieber noch ein Video für euch und wenn ich dann ein bisschen mehr Zeit über habe, mache ich das mal ganz in Ruhe. Ja, und übrigens, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, ne, dass ihr sagt, hey, das und das machst du falsch, das kannst du so und so besser machen, immer raus damit. Da bin ich auch gar nicht beleidigt oder so, sondern wenn ihr das nett und freundlich sagt, freut mich das eher. Denn ich mache die Sachen gerne richtig oder auch wenn ich irgendwas falsch ausdrücke oder so oder irgendein Fachbegriff falsch ist, verbessert mich ruhig. Ja, kein Problem. Also ich freue mich da echt drüber. Ich nicht so, hey Spacko, machst du da für einen Scheiß? Das heißt so und so und so. Freue ich mich jetzt nicht so wahnsinnig dann, aber... Ach, wisst ihr, was ich jetzt auch vergessen habe? Ist auch mal eine Anmerkung. Macht doch öfter mal das Blinklicht an. Ich versuche mal dran zu denken und ich mache das dann eigentlich auch. Aber wenn wir irgendwann mal den Livestream hinbekommen, dann könnt ihr das alles live tun. Und ja, vielleicht lerne ich ja noch was von euch dann, ne? Wer weiß, wer weiß. Okay. Falsche Taste, Tom. Man sollte das nicht mit so viel Gewalt machen. Ich komme gerade nicht weg. So. Boah, klappt doch eigentlich ganz gut. Den Kleiner hinten laden wir zum Schluss auf. So.
ich auch von hier dran oder ist das dann zu hügelig? Ich probiere es mal, weil das eben so einseitig beladen ist. Der New Holland hier ist mir übrigens echt ans Herz gewachsen. Hier auch in LS New Holland. Achso, eine LS13 hatte ich auch in New Holland. Okay, das würde ich mir gerne mal anschauen. Ja, alles ein bisschen zu sehr mittig, ne? Ich müsste mir weiter vorne noch was abladen. Okay. Vielleicht wieder noch ein bisschen rüber, ob das geht. Ich versuch's mal. Ja, ein Stück weiter. Ein bisschen anditschen. Ja, klasse. So, da vorne war noch was, oder? Ja. So. Ein Stück zurück. Ich hätte vorne, glaube ich, gern einen Spiegel. Also das gibt's nicht, ne? Oh, eine Kamera oder so. Okay, es geht auch so. Fahre ich jetzt mal wieder von hier ran. So. Jetzt könnte man nicht den noch mitnehmen. Obwohl, da gibt es nicht viel für, ne? Aber egal. Soll hier nicht rumliegen. Bis wir häckseln können, müssen ja dann erst eine starke Maschine haben. Na, meine Stimme. Verdammt. Ich glaube, ich muss es doch mal raus. Zahnstocher auch gehabt. Ich kann die ja jetzt nicht liegen lassen, oder? Hey, wo rollst du hin? So, letzter Versuch. Ansonsten bleibt der hier. So, weiter einklemmen kann ich denn nicht. Ich lasse mal fallen. Ich glaube, den verlieren wir eh unterwegs. Hier noch. Ja, dann bin ich ja echt mal gespannt mit dem Zug, wie das funktioniert.
Die hat wohl auch schon ein Teil geladen, was uns gehört. Mit ein bisschen Glück können wir uns dann die Presse leisten und da später, wie es vorgeschlagen wurde schon, die Lagebeilen draus machen und dann uns ja mal eine Kuh mindestens kaufen. Wie muss ich jetzt mal anders fahren? Wartet mal. Ich hänge hier irgendwo fest. Na gut, der ist nicht gerade leicht wahrscheinlich, ne? Ich meine, wie mache ich ihn? Oh. Ist den jetzt hören? Nee. Ist echt zu schwer. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich spinnt das Ding ja wieder. Egal, rein zufällig. Doch gerade angezeigt. Ja. So eine Ecke abschneiden, ob das hilft. Nicht. Das zeigt das mir nicht mehr an. Also ich denke, ich bin so doof. Der zeigt das immer an und dann wieder nicht. Okay. Das war jetzt nicht viel, aber vielleicht reicht uns das ja schon. Natürlich nicht. Oh je. Oh je. Der ist verknüpft mit dem da hinten. Oh nein, es hebt da meinen ganzen. Okay, Notfallplan. Wir müssen abhauen. Irgendwie verstricken sich die beiden da jetzt und das ist ja jetzt ganz doof. Das jetzt noch gut geht, ich weiß es nicht. Ich versuche den hier noch ein bisschen wieder reinzuboxen, weil der hat sich irgendwie mit dem Traktor da hinten, keine Ahnung, irgendwie unsichtbar verkeilt. Und da kann ich jetzt nichts für, ne? Ich hätte ihn ganz gerne noch komplett voll gemacht, aber ich fange mit einem halb leeren jetzt los, bevor mir das ganze Kram hier gleich wieder um die Ohren fliegt. So, und ich wollte jetzt die... Ich wollte die Hilfe kurz einblenden. Aber das, okay. Ich habe es mir gedacht, der hängt jetzt da in der Luft mit dem da hinten zusammen. Aber egal, wir fahren jetzt. Schade, dass das hier noch so ein bisschen hakt. Der Forstwirtschaft. Da liegt auch noch was. Den noch mitnehmen. Falsch, falsch, richtig. Okay, geht noch ein bisschen ein. Der kommt mir fast vor wie unser Schwebeding. Geht,
Okay. So, hier wieder links. Links und rechts. Nee, links. Nee, rechts. Okay, dann läuft wieder links. Ja, ich und Wege. Bin ja schon froh, dass ich jetzt hier ein Questplay drauf habe. So, noch liegt alles drauf. Sorry, kurzer Zwangsstopp. Stimme hier weg. Bah, das nervt echt. Okay. Da müssen wir rüber. Bin da so gespannt auf den Zug. Nee, Wanderweg müssten wir ja nicht unbedingt nehmen. Doch, das wäre eine schöne Abkürzung. Da steht er schon. Ich finde das so geil, dass alles dreckig wird, wie der Kran auch schon aussieht, ne? Einfach klasse. Oh. Okay. Ich dachte, man müsste die auch abladen selbst, aber anscheinend nicht. So, nu, wie geht das hier? Drücken für weitere Funktionen. Zug losschicken. LB. Mach's gut. Der hat gar nicht getotet. Ich finde Züge doof, die nicht toten. Kommt der jetzt zurück? Hm. Ich weiß nicht.
Okay. Jetzt haben wir nochmal Geld bekommen. Ich weiß jetzt nicht, warum. Wahrscheinlich, weil der Zug das Ganze jetzt abgeliefert hat. Aber kommt der nicht wieder? Wer weiß das schon? Was kostet denn überhaupt unsere Presse? Wir haben jetzt 67.093. Aber wir könnten ja auch die andere kaufen. Die Kuhn, die kostet 78. Auch nicht viel weniger, ne? Also noch ein bisschen sparen, YouTube. Noch ein bisschen sparen. Nächste Folge machen wir wieder ein bisschen Feldernte. Und ja, ich hoffe mal weiter auf den Patch. Aber wo ist der Zug? Muss ich da anrufen? Ich suche mal den Fahrplan. Also, YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und sorry, dass ich den Mist schon wieder aufladen musste, aber da kann ich jetzt echt nichts für, oder? Da kann man jetzt nicht sagen, hey, du bist zu doof zum Aufladen und, oder? Nee, oder? Ich weiß nicht. YouTube, gute Nacht, macht's gut, schönen Tag.